Freddy, was Phase war. Checkst du schon den neuesten Shit? Nein. Es gibt wieder eine neue Mini-Konsole. Was? Ja, Mann. Hoffentlich nicht wieder so eine scheiß Kinderkacke, Mann. Nein, Mann. Das Ding heißt PlayStation Classic. Klingt irgendwie geklaut. Stimmt, egal, was denn da so drauf. 20 Spiele. Zum Beispiel GTA, Metal Gear und Resident Evil. Schon echt stark. Aber kein Crash, keine Lara und wo ist Tony Hawk und was kostet der Spaß? 99 Tacken, egal, wir können's uns leisten, denn wir sind jetzt erwachsen. PS1, so what? PlayStation Classic, die Konsole für die Grown-Ups. PSX, so real, 20 Games, das ist ganz schön viel. PS1, zieht euch das mal rein, wir zocken zu zweit. PSX, deine Mutter zockt am SNES. Doch wir sind cooler als der Rest. Gar nicht wahr, ihr beiden Dullis. Diese viel zu teure Scheiße schmeiß ich direkt in den Gulli. Von dem Kack 3D krieg ich Augenkrebs. Und die Steuerung ist auch noch ein Problem. X oder Kreis, mal bestätigt mal mit X, mal bestätigt mal mit Kreis. Was soll der Scheiß? Kick dich wieder ein, so war's halt damals auf der PS1. PS1, so what? PlayStation Classic, die Konsole für die Grown-Ups. PSX, so real, 20 Games, das ist ganz schön viel. PS1, so klein, trotzdem größer als ein Raspberry Pi. Zieh's dir rein, scheiß auf die Grafik. PlayStation Classic. Hey, geil, Jungs, Alter, kann ich mitspielen oder was? Nee, das geht nur zu zweit. Ja, dann kriegt ihr auch mein Netzteil nicht. Boah, scheiße. Mutti! Oh! Aua! Jawohl, ich bin der Beste. Au, Hilfe! Kann mir jemand helfen? Hey du, kannst du mich wiederbeleben? Au! Sorry, ich bin nicht in deinem Squad. Ach so, okay, tschüss. Tschüss. Aua! Hilfe, ich Blut! Ah! Hey, willst du ein Pokémon, das viele coole Tricks kann? Und welches? Pikachu! Pika, Pika. Wow! Das ultimative Allzweckwerkzeug! Pikachu kann surfen! Schneller, Pikachu! Ja! Pika. Schneller! Pikachu macht Licht! Heller! Oh. Pika! Pikachu kann auch modeln! Mehr Bein! Oh, cool! Pikachu schneidet gerne deine Hecke! Pikachu kann auch Karate! Cool, Pikachu! Stark! Pikachu, dein neuer bester Freund! Pikachu, Zubehör nicht enthalten. Aber ist es auch noch gruselig? Fragen wir doch mal die Kollegen. Dumme Sau. Ich bin doch nicht bescheuert, ich seh dich. Lässt du mich in Frieden? Bist du ein braves... Fick dich! Okay. Oh, fuck, fuck, fuck! Oh, fuck. Mann, Mann, Mann. Fuck you, Mann, jetzt stirb doch! Alter, es ist auch... What? Ah. Oh, fuck off. Ah, fick dich! Komm aus hier! What the fuck? Mann, ey! Die kleinen Arbeiter sind wahre Alleskönner. Sie kennen das alle. Im Basenbau gibt es eine Menge zu tun. Soldaten ausbilden, Gebäude hochziehen, Rohstoffe abbauen und. Das erfordert eine Menge Personal. Teuer und stressig. Doch hier kommt die Lösung. Unser Multifunktionsarbeiter Olaf. Der sieht erstmal normal aus, aber lassen Sie sich davon nicht täuschen. Olaf verfügt über eine Vielzahl nützlicher Funktionen, mit denen Ihr Herrscheralltag zum Kinderspiel wird. Er kann Gebäude errichten, Holz sägen, jagen, Steine abbauen und Soldaten ausbilden. Egal was ansteht, Olaf ist Ihr Mann. Buy Olaf and build your base like a pro. Ja, da habe ich mir so einen Olaf gekauft, ne? Und es war nie einfach eine Basis zu bauen. Perfetto, solo con Olaf. Mua. In meine Basis lasse ich nur noch Olaf. Und das sollten Sie auch tun. Denn nur Olaf kann wirklich alle Ihre Bedürfnisse befriedigen.
Doch weil gesunde Burger auch viel besser schmecken, fühlten wir uns nach einiger Zeit wie ein Bauer bei der Viehzucht. Mein Name ist Wolfgang Wamp. Schon als kleines Kind war mein Schönstes, direkt aus der Schule nach draußen zum Vieh zu gehen. Und für mich war von klein auf klar, dass ich artgerechte und biologische Viehzucht betreiben will. Denn für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere steht die Familie Wamp mit ihrem Namen. Na, du bist aber ein kräftiger Bursche. Ein tolles, glänzendes Fell. Vater, sieh mal die prallen Bäckchen! Denn unsere ganze Leidenschaft dient natürlich nur dem Wohl der Tiere. Bei uns auf dem Hof Wamp dürfen die Tiere leben, wie sie es aus ihrer natürlichen Umgebung gewohnt sind. Sie bekommen zudem nur heimische Gräser, viel Sonne und frische Luft und wachsen so zu prächtigen Tieren heran. Und das schmeckt man auch. Mein Sohn liebt es, das leckere Blut direkt aus der noch warmen Halsschlagader zu naschen. Ich glaube, der ist reif. Na dann, stech ihn doch ab. Mutter wartet schon zu Tisch. Verantwortung zu tragen ist ein schöner Gedanke. Und ich trage diese Verantwortung sehr gern. So betreibt die Familie Wamp aus tiefster Überzeugung die biologische Menschenzucht, auch für nachfolgende Generationen. Vor allem, wenn sich die Vertreter in kitschigen Seifenoperndialogen gegenseitig ankeifen. Herr Direktor, dass die T-Rexe zu wenig Kotplätze haben. Dagegen müssen Sie was tun. Das geht natürlich gar nicht. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Frau Doktor. Ich werde ab sofort sämtliches Vermögen des Parks in die Wissenschaft umleiten. Die anderen Bereiche, die können dann halt mal warten. Denn auch mir liegt das Wohl der Dinos sehr am Herzen. Herr Direktor, was ist denn jetzt mit der Littlefoot-Achterbahn? Die hast du mir doch versprochen. Nein, also, das kann ich natürlich erklären. Und die Raptorschwanz-Trinkbecher! Mann! Dann wird das mit meinen neuen Schießeisen wohl auch nichts. Erwarten Sie, Herr Direktor, das schreit nach Sabotage. Denn wie freundlich würden wir wohl reagieren, wenn einfach ein paar Aliens in die Nachbarschaft ziehen würden? Es ist ein Kleinkrieg unter Nachbarn und er steht kurz vor der Eskalation. Eine ordentliche Abstand, bitte! So, wisst ihr was? Fliegt doch einfach wieder nach Hause, ihr Gottsfressener! Gottsfressener! Das Ehepaar Scheißner wohnt seit 80 Jahren im beschaulichen Klefthöhl an der Leine. Doch ihr Frieden ist empfindlich gestört. Denn seit einigen Monaten haben sie neue Nachbarn. Das Ehepaar aus der Andromeda-Galaxie, das hier eine neue Heimat gefunden hat. Doch mit der Gastfreundschaft ist es vorbei. Die Scheißners sind sehr besorgt. Ich hab ja nichts gegen Außerirdische, aber die haben doch Probleme, also wenn sie verstehen, was ich meine. Und die sehen auch beide gleich und die sagen, das ist gar kein Ehepaar, das sind warme Brüder. Und meine Frau haben sie ja auch schon belästigt. Ja. Vor allem am Gartenzaun entbrennt täglich der Streit. Ja genau, selber Prost, du Saufschwein. Ihr seid doch gar kein Ehepaar, ihr seht doch beide gleich aus. Ihr seid doch Homosexuelle, seid ihr doch. Ach komm, nee. Das ist doch unerhört, nee. Armes Deutschland, sag ich immer. Armes Deutschland. Die kulturellen Unterschiede scheinen unüberwindlich.
Doch Streitschlichter Frank tobt, hat viel Erfahrung mit festgefahrenen Streitereien und kann die Situation sofort entschärfen. Jetzt halt doch euer Maul! Herr Scheißler, was ist denn das Problem? Mir rutscht einfach irgendwann die Hand aus. Ja, das kann ich verstehen. Herr, wie ist denn Ihre Sicht der Dinge? Ich verstehe Sie leider nicht. Ich hab gesagt, wir müssen uns doch nicht streiten. Wir müssen uns doch nicht streiten. So klingt er auf immer ganz sympathisch. Es wirkt doch fast, als ob er aus der Gegend hier wäre. Ja, wir sind ja auch vom Ostandromeda. Ostandromeda! Hätten Sie es doch mal gleich gesagt, willkommen in der Nachbarschaft. Ich hab doch gesagt, ihr sollt euer Maul halten! In Kombination mit der weit verbreiteten Gesichtslähmung fühlt man sich fast wie in einem schlechten Sci-Fi-Porno. Es war der erste Tag auf meinem neuen Schiff und ich war hungrig auf prickelnde Abenteuer mit meiner Crew. Hallo, ich bin der Pathfinder und Ihr Kapitän. Hallo, ich bin die Pilotin. Ich bin schon ganz aufgeregt, diese Hightech-Maschine hat eine enorme Schubkraft. Es gibt hier noch eine Hightech-Maschine. Sie ist in meiner Hose. Aber ich lasse nur erfahrene Piloten an den Steuerknüppel. Ich bin sehr erfahren, Pathfinder. Aber mal sehen, ob du auch den Path in mein Schlafzimmer findest. Das war ein prickelnder Flirt der Sonderklasse. So durfte es immer weitergehen. Der Mechaniker kam mir da gerade recht. Hi, ich bin der Mechaniker. Das trifft sich gut. Vielleicht könnten Sie ja mal mein Getriebe ölen. Da knistert es schon. Gerne. Ich bin Experte für Kolbenfresser. Aber erst nach einer gründlichen Unterbodenwäsche. Geil. Das war gut. Doch ich wollte die ganze Crew. Der geile Toaster sah mir herausfordernd in die Augen. Hi, I'm the Toaster. Wollen Sie einen Toast? Ich würde lieber deinen heißen Schlitz erkunden. Mit meinem Penis. Der Toaster war ein echter Heißsporn. Aber ich war noch immer hungrig. Huch, wer war denn das? Ich will dich anfassen. Ja, geil. Persona 5 schafft es, selbst die langweiligsten Spielelemente frisch und cool wirken zu lassen. N37. Seid ihr es auch leid, dass eure Bingo-Partys immer so trist und langweilig sind? Bingo! Das muss doch nicht sein. Mit dem Persona Style Kit wird eure nächste Bingo-Party zum echten Hingucker. Oma, bist du ready? Opa, bist du ready? Die Bingo-Party geht jetzt ab. Bingo, Bingo, Bingo. Du zahlst die WC mehr, die WC. Bingo! Bingo! Hä? Ist das etwa der Osterhase? Oh, hallo, da ist ja noch ein Häschen. Oh, meine Augen sind hier oben. Du kleiner Perversling. Ich hab nicht geglotzt. Ferkel wie du, wieder mich an. Ja! Hey, bitte komm zurück. Zu dir? Nö, ich guck jetzt Game Tour. Oh, Mann. Sie kam wie aus dem Nichts. Eine erbarmungslose Warmfront. Das gute Wetter ist erbarmungslos. Das Lachen spielender Kinder drang unaufhörlich von draußen herein. Meine Teufel, sie lachen. Diejenigen, die mit letzter Kraft ins Freie taumelten, mussten unaussprechliche Dinge tun, um zu überleben. Hier ein Würstchen für dich vom Grill. Aber ich mag doch gar keine Würstchen. Du gewöhnst dich schon dran. Wir müssen jetzt jeden Tag grillen. Das moralische Band, das uns Menschen einst verband, zerbrach an diesem Tag. Was ist das? Mach das jetzt auf! Es war der Tag, an dem der Sommer kam. Er kam wie aus dem Nichts. Ein Angriff der Natur, der fast die gesamte Bevölkerung vernichtete. Micha, was ist passiert? Die Kastanien
Sie fallen herunter, es sind zu viele. Oh mein Gott! Herbst! It's coming!